Whisky ist das Wasser des Lebens, jedenfalls in seiner ursprünglich gälischen Bedeutung. Die Old Sandhill Whisky Distillery im brandenburgischen Bad Belzig hat sich der Herstellung von Premium Whisky verschrieben. Also wir haben im Prinzip unser Hobby so zum Beruf gemacht. Whisky haben wir schon immer gerne gemocht. Und da haben wir dann gesagt, Mensch, wenn das können wir auch machen, das können wir sogar vielleicht sogar noch besser machen. Und wir haben ja jetzt auch 2019 mal an einer Prämierung teilgenommen. Das war jetzt die letzte vor Corona. Und haben ja sogar Gold und Doppelgold für unsere beiden Produkte, die wir eingeschickt haben, bekommen. Ja, da sind wir natürlich sehr stolz drauf. Ja. Mit hochwertigen Rohstoffen aus Deutschland produziert der Familienbetrieb seit 2012 Whiskys und auch Craft-Biere der Spitzenklasse. Am Anfang steht die Herstellung der Whisky-Maische. Also das hier hinter uns ist sozusagen das Sudhaus. Im Sudhaus da stellen wir sowohl das Bier her, unser eigenes Craft-Bier, als auch unsere sogenannte Whisky-Maische. Dann wird das anschließend hier in diesem Läuterbottich, werden dann noch die festen Bestandteile, Spelzen und vom Malzkorn dann im Prinzip herausfiltriert, sodass wir eine blanke Würze haben, also wie ein ungehopftes Bier im Prinzip. Und dann wird das Ganze dann vergärt. Nach 7 bis 10 Tagen haben Enzyme ganze Arbeit geleistet. Was jetzt folgt, ist die Gärung. Wir befinden uns jetzt hier im Gärkeller. Was man jetzt hier so schön sieht, ist sozusagen die Hefe bei der Arbeit, wie sie sozusagen hier schön blubbert. Und diese Hefe fängt dann sozusagen an, den Zucker aufzufressen und scheidet Alkohol und CO2 aus. CO2 entweicht und was zurückbleibt, ist sozusagen dann ein Alkohol-Wasser-Gemisch. Noch ist der Alkohol unrein und auch noch nicht hochkonzentriert. Damit Single Malt Whisky der Spitzenklasse entsteht, wird die Maische nun destilliert. Was man jetzt hier so oben so schön mal sprudeln sieht, das ist im Prinzip unser Alkohol, wie der immer wieder verdampft und kondensiert sozusagen. Ja, das sind ja hier verschiedene Glockenböden. Und diese Glockenböden, die sind auch aufgebaut wie eine Glocke. Da strömt dann der heiße Alkohol rein. An der Wandung, die ist kälter, kondensiert dann der Alkohol wieder. Wir haben dann so eine Art Rotation. Dadurch haben wir eine Aufkonzentration und Aufreinigung des Alkohols. Also 500 Liter füllen wir ja ein und wir haben dann ungefähr so 30 Liter Alkohol, den wir gewinnen dann. Das ist jetzt momentan der sogenannte New Make oder Baby Whisky, je nachdem, wie man bezeichnen muss. Whisky ist es ja laut Definition erst nach 3 Jahren Lagerzeit im Fass. Die Wahl der Fässer ist entscheidend für Geschmack und Aroma des Whiskys. Auch hier setzt die Manufaktur in Bad Belzig ganz traditionsbewusst auf deutsches Küferhandwerk. Also wir befinden uns jetzt hier im Steuerlager. Steuerlager ist ja im Prinzip so, wir haben ja hier unser Fasslager. Hier wird der gesamte Alkohol, den wir produzieren, erstmal eingelagert. Bei Whisky, wie gesagt, mindestens 3 Jahre lagern. Und diese Fässer werden ja von getoastet, also von innen ausgebrannt. Dadurch karamellisiert das Holz und den klaren Das klare Destillat, was wir hier unten erzeugt haben, kriegt dadurch seine typische Färbung dann einfach. Diese Fässer sind alle handgemacht, das heißt also, die sind alle per Hand erzeugt worden und alle bestehen sie aus Eiche und das sind hier sogenannte Barrique-Fässer. Die fassen also 225 Liter, wir füllen 200 Liter dann ein und dann lagert er im Prinzip vor sich hin. Der Alkohol nimmt dann über die Zeit halt die ganzen Geschmacksstoffe dann halt auf. Wir haben jetzt zurzeit durch dieses unterschiedliche Fassmanagement kann man natürlich den Geschmack des Whiskys je nachdem unterschiedlich kreieren dadurch. Wir arbeiten also mit deutschen Fässern, wir arbeiten mit amerikanischen Fässern und wir arbeiten mit Ex-Weinfässern wie zum Beispiel Portwein, Oloroso und Bordeaux. Regelmäßige Kontrollen bei der Reifung sorgen für höchste Qualität. Ich habe jetzt sozusagen mal sensorisch mal überprüft, wie sozusagen die Geruchsqualität des Fasses ist. Passt es noch sozusagen mit dem, was für unsere Anforderungen ist? Mindestens 5 Jahre lagert der Whisky in den Fässern, bevor es an die Abfüllung geht. Ist der gewünschte Reifegrad erreicht, erfolgt eine finale Prüfung. Ja, und wenn wir jetzt sozusagen mal so die Beurteilung des Whiskys mal vornehmen, dann gucken wir natürlich als erstes mal so ein bisschen auf die Farbe. Das ist natürlich so die typische goldgelbe Färbung, wie es beim Whisky ja erwünscht ist. Und wenn man dann sozusagen dann mal weitergeht, dann fängt man dann sozusagen an, mal ein bisschen so den Geruch
welche Aromen nimmt man denn überhaupt wahr? Und dazu gibt es jetzt als erstes mal so diesen Respektabstand zum Glas. Da kommen dann natürlich die dominanten Töne als erstes durch. Da kommt dann natürlich so dieser vanillige, karamellige Charakter als erstes durch. Dann verkürzt man den Abstand. Dann kommen die filigranen Töne sozusagen dann durch. Wo man dann so Schokolade, Zimt, alles so, dass sowas etwas Feinere dann wahrnimmt. Und dann letztendlich geht man dann zur Verkostung über, dass man einfach dann mal einen Schluck nimmt. Den auch ein bisschen wirken lässt, so ein bisschen den Abgang auch noch zu verspüren. Wie lange bleibt überhaupt der Abgang dann zurück? Und da kommen natürlich dann so richtig diese holzigen, vanilligen, würzigen Noten natürlich durch. Wo man dann auch so ein bisschen dann natürlich so, ja, diese schokoladigen, erdigen, tabakartigen Noten dann auch noch durchkommen. Im letzten Schritt des Produktionsprozesses wird der Whisky in Flaschen abgefüllt. Auch die Abfüllung ist reine Handarbeit und verlangt zudem gutes Augenmaß. Wir haben ja hier Halbliterflaschen und 1-Liter-Flaschen. Dann werden die hier auch in diesem Raum dann im Prinzip dann etikettiert. Also es wird dann hier sozusagen dann die Nummer vergeben, weil jede Flasche ist einzeln nummeriert. Und das ist ja auch hier, wie gesagt, ein Handwerksmanufakturbetrieb. Wir wollen da schon Premium-Produkte anbieten, wo man natürlich auch über den Genuss und das Besondere dann natürlich dann hat mit unserem Whisky dann einfach. Produkte aus heimischer Produktion liegen voll im Trend. Die Herstellung von Single Malt Whisky in Handarbeit ist komplex und zeitaufwendig. Beste Rohstoffe, moderne Produktionsprozesse, mindestens 5 Jahre Reifelagerung in handgefertigten Barrique-Eichenholzfässern und höchste Sorgfalt bei der Verarbeitung. Das ist es, was den Old Sandhill Single Malt Whisky aus Bad Belzig so einzigartig macht.